So, willkommen zu meinem neuen Tutorial. Diesmal werde ich auf das Erstellen von Grafiken eingehen und deren Verwendung. Ich nutze dafür Adobe Photoshop. Dadurch, dass ich weiß, dass das echt nicht jeder hat, kostet ja auch nicht wenig, habe ich einen Freund gebeten, das für GIMP umzusetzen. Er wird dann demnächst für GIMP ähnliche Videos hochsetzen, also auf YouTube reinstellen. Und falls ihr jetzt Photoshop nicht besitzt oder einfach keinen kennt, der es hat und so weiter und so fort, nehmt GIMP, das ist kostenlos, er zeigt, wo es her Entschuldigung, wo man das herbekommt, wie es funktioniert. Also er zeigt es dann für GIMP und ich zeige es jetzt für Photoshop, für alle Photoshop-Nutzer. Gut. Also, ich werde jetzt erstmal zeigen, wie man Tilesets verändert. Ich will hier das Bett, will ich rosa färben, dass rosa Bettwäsche ist und passt etwas mehr zur Schoki Princess. Dadurch werdet ihr sehen, wie ihr dann Tilesets im Allgemeinen verändert, wie ihr was umzeichnen könnt und so weiter und so fort. Na gut, dann fangen wir mal an. Also als erstes exportiere ich das Tileset hier, das vorhandene. Da gehe ich in die Material Base, unter Tilesets. Hier wähle ich dann Castle 2. Castle 2 war Castle Inn. Jetzt kann man auf der Preview nochmal angucken, ob es das wirklich ist oder mit Doppelklick. Und das ist es. Sieht man, hier ist das Bett, was ich umzeichnen will. Okay. Exportieren. Das exportiere ich jetzt in den Graphics-Ordner. Da finde ich es wieder. Gut. Exportiert. Jetzt gehe ich in den Spielordner. Unter Graphics, hier habe ich es reingestellt. So. Jetzt öffne ich mal. Öffne ich das mit Photoshop. Gut. Nur leider kann ich es jetzt irgendwie nicht bearbeiten. Warum, weshalb, weswegen das so ist, weiß ich nicht genau. Irgendwie sind die alle indiziert, von Photoshop, die Grafiken. Aber ich kann diese trotzdem verändern. Ich kann einfach Dinge rauskopieren und klar, ich kann auch einfach das gesamte Bild kopieren. Darum werden wir das tun. Ich markiere das Bild. Bearbeiten, kopieren oder Steuerung C. Ich werde die Tastenkombination verwenden, also Steuerung C. Dann Datei. Neu. Hier erstellt er dann automatisch ein Bild in der Größe von dem Zwischenspeicher. Also von dem Bild im Zwischenspeicher. Dadurch muss ich mich darum nicht kümmern. Also hier steht es ja dann Zwischenablage. Gut, nehme ich okay, lasse ich so. Oder Hintergrundfarbe kann ich eigentlich transparent nehmen. Okay. Gut. Einfügen. Also Steuerung V und fertig. Jetzt kann ich es bearbeiten, jetzt ist es nicht mehr indiziert. Gut. Also, als erstes werde ich das Bett rauskopieren, um es zu bearbeiten, weil ich will das alte Bett noch beibehalten. Und ein neues Bett hinzufügen, das wird dann hier unten angefügt. Dadurch habe ich beide Betten, einmal das rosane und einmal das normale. Gut, also wieder markieren. Steuerung C, Steuerung V, jetzt habe ich zwei Betten. Wie man sieht. Wer mit Photoshop schon gearbeitet hat, weiß dann, dass es in einer extra Ebene ist, dass man das dann schön verschieben kann und darunter eigentlich kein Schaden genommen wird. So. Das muss ich alles nicht so weit erklären. Wer Photoshop hat, der wird ja ein bisschen damit gearbeitet haben. Gut, als nächstes kontrolliere ich die exakte Größe in Pixeln. Also wie groß das genau ist. So eine Mauer hier ist immer zwei Felder im RPG Maker groß. Und hier dieser Schatten ist genau ein Feld groß. Dadurch sieht man, dass es auf dem Pixel genau drei Felder groß ist. Hier bei dem Tisch zum Beispiel fehlt hier oben ja ein Stück und unten auch. Das muss man dann berechnen, abmessen und so weiter, dass man das halt, wenn man es kopiert, dass man diesen Zwischenraum dann auch lässt. Gut, das Bett hat jetzt keinen. Das ist exakt drei Felder groß. Gut. Das ziehe ich jetzt hier runter. Das Bild ist natürlich zu klein, darum werde ich das jetzt vergrößern unter Bild, Arbeitsfläche. Und hier kann man dann oben festsetzen, dass oben der Balken bleibt. Also oben, dass es
oben fest ist und dass es nach unten in die Länge gezogen wird. Und hier dann bei der Höhe einfach die Zahl verändern. Breite muss bleiben, also Breite nicht verändern. Nur die Höhe. Gut, jetzt nehmen wir Höhe 34, okay. Zum Beispiel jetzt, ist ein bisschen lang geworden, aber ist ja egal. Das ist komplett egal, ob es zu lang ist oder nicht. Gut, es ist eingefügt. Es passt genau. Es ist eingefügt, so, genau. Es ist jetzt genau eingefügt. Gut. Jetzt könnte ich es an, Entschuldigung. Jetzt könnte ich es an sich so lassen und schon im RPG Maker verwenden, aber ich will natürlich, ich will es natürlich umfärben. Also falls ihr jetzt von anderen Tilesets Dinge kombinieren wollt, zum Beispiel das Zelt wollt ihr hier in dem Schoki-Prinzess-Zimmer aufstellen, warum auch immer. Also das Zelt von Grasland. Dann kopiert ihr das Zelt von Grasland, also ihr markiert es beim Grasland und fügt es hier ein, wie ich das Bett hier eingefügt habe. So könnt ihr dann Tilesets miteinander kombinieren. Gut, weil viele haben das gefragt und wollten wissen, wie das geht. Jetzt wisst ihr es. Gut, weiter. Ich werde es jetzt färben. Dazu nehme ich den Zauberstab, nicht das Schnellauswahlwerkzeug. Schnellauswahlwerkzeug ist zwar nicht schlecht, aber für RPG Maker ist es einfach zu grob. Es ist einfach. Hier sind diese feinen Pixel, hier kommt es echt auf jeden Pixel an. Ich nehme hier Toleranz, nehme ich mal 50. Benchpart lasse ich lieber an. Mache jetzt erstmal hier wieder die Markierung rückgängig. So. Benchpart lasse ich mal an. Plus. So, so. Gut. Jetzt habe ich alle grauen Flächen markiert, die ich färben will. Jetzt mache ich nochmal Toleranz 0 und mache unten den Schatten weg, weil der soll nicht mitgefärbt werden. Wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn der Schatten sich mitfärbt. Also lassen wir den jetzt so. Jetzt drücken wir Steuerung U fürs Einfärben oder gehen auf Bild, Anpassen, Farbton, Sättigung, Steuerung U. Entschuldigung. Ach Mann. hier machen wir das Häkchen bei Färben. Wir wollen das ja färben. Kann man natürlich dann eine Farbe aussuchen. Zum Beispiel, ich will jetzt diesen Rotton. Sättigung ist eigentlich ganz okay, nur heller muss es werden. So. Am besten, na, ich breche nochmal ab, guckt man sich das gleich bei 100% an, wie es dann im Spiel aussehen wird im Endeffekt, wenn es fertig ist. Wenn man so weit ranzoomt, sieht es einfach zu pixelig aus. Und wenn man dann auf 100% hat, so sieht es dann halt auch wirklich dann im Spiel aus. Dadurch kann man das dann besser einschätzen. Also nochmal, färben. Gut, dann ein bisschen schön hell. So. Passt. Gut, jetzt haben wir ein rosa Bett. War einfach. Jetzt Steuerung S zum Speichern. Speichernamen, ja, ist jetzt erstmal eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall PNG-Format. Ich nenne es jetzt mal Schoki Princess Zimmer speichern. Ja. Ihr könnt es auch. Ah, stopp, ich habe was vergessen. Gut, dass ihr daran gedacht habt. Genau. Man muss natürlich den Schatten wieder transparent machen. Das ist das Problem. Dadurch, dass wir es nicht importieren werden, muss ich den Schatten vorher wieder transparent machen. Für spätere Nachbearbeitung ist er dann immer noch transparent, aber wenn ich ihn exportiere, ist er nicht mehr transparent, nicht mehr durchsichtig. Wir machen jetzt natürlich wieder transparent. Na, erstmal verbinde ich die beiden Ebenen mal frech. Auf eine Ebene reduzieren. So, jetzt Null Toleranz, Benchpart aus und klick hier auf diese Schattenfläche. Wie man sieht, sind jetzt automatisch alle Schattenflächen markiert, weil ich Benchpart ausgestellt habe. Oder Benachspart oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt nehme ich den Radiergummi, stell den auf Deckkraft 50 oder auf eine andere, wie ihr den Schatten halt haben wollt. Zieht einmal so lang. Fertig. Gut, jetzt speichere ich. Gut, PNG. Zimmer
S Princess. Und gleich bei Tilesets rein. Tilesets. So. Speichern. Okay. Fertig. Gut, wie ich dann im Maker damit arbeite, zeige ich im nächsten Part. Bis gleich.